Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Geschichte aus der Kaufmann und der Papagei. Ich liebe es, die Bücher einfach so aus dem Holzer zu ziehen. Und heute habe ich euch eine Geschichte mitgebracht von einer Behandlung auf Umwegen. Als Hofarzt bei dem Herrscher Nuhesamani nahm Avicenna an einem höfischen Fest teil. Eine Hofdame trug eine große Obstschale auf, und als sie sich niederbeugte, um Avicenna eine Frucht zu reichen, konnte sie sich plötzlich nicht mehr aufrichten und schrie vor Schmerzen. Ein Hexenschuss hatte sie getroffen. Der Herrscher blickte streng zu Avicenna und befahl ihm, sofort zu helfen. Avicenna dachte krampfhaft nach. Er hatte seine Medikamente zu Hause gelassen und musste neue Wege finden. Mit diesem Gedanken griff er in die Bluse des Mädchens. Dieses zog sich empor zurück und jammerte alsdann über die noch unerträglicher gewordenen Schmerzen. Der König war entrüstet über die Frechheit Avicennas. Aber noch bevor er etwas sagen konnte, griff dieser behend unter den Rock der Hofdame und versuchte ihr mit einem Ruck deinen Schlüpfer herunterzuziehen. Das Mädchen wurde rot vor Scham und wehrte sich mit einer heftigen Bewegung. Wie durch ein Wunder fielen da die Schmerzen von ihr ab. Und sie richtete sich frei von Schmerzen wieder auf. Und Avicenna rieb sich zufrieden die Hände. Sehr gut, auch ihr konnte geholfen werden. Das Vorgehen der alten Hakim war trotz oder vielleicht auch wegen aller technischer und theoretischer Mängel oft einfach nur genial. Neben dem Witz, der in dieser Geschichte steckt, ist das Vorgehen Avicennas aufschlussreich. Nehmen wir an, er habe gewusst, dass die einseitige verkrampfte Haltung, die ein Hexenschusspatient aus Angst vor den Schmerzen einnimmt, die Beschwerden nur verstärkte. In diesem Fall hätte er die Möglichkeit gehabt, durch eine Methode, wie wir sie beispielsweise in der Chiropraktik oder der Physiotherapie anwenden, eine muskuläre Entspannung herbeizuführen. Die Zeit drängte aber, und als Hakim war er gleichzeitig ein Künstler, von dem der König einen sofortigen Beweis seiner Kunst verlangte. Er beschritt daher einen Umweg. Davon ausgehend, dass die Hofdame in Gegenwart anderer Schamgefühl entwickelte, wenn er sie sexuell attackierte, baute er seine Behandlung auf. Hintergedanke scheint gewesen zu sein, dass die Scham, die Scheu, vor anderen entblößt zu werden und damit das sexuelle Tabu stärker sein als die Angst vor den fürchterlichen Schmerzen, die ihr jede Bewegung verbot. Avicennas Kalkulation war, wie die Geschichte überlieferte, richtig. Sein Vorgehen, über psychosoziale Normen auf das Verhalten und damit den Körper einzuwirken, ist Beispiel für eine soziopsychosomatische Behandlung. And now, dear listeners, the whole story in English. Out of The Merchant and the Parrot, Oriental Stories as Tools in Positive Psychotherapy, written by Nosrat Pezeshkian. Treatment in Roundabout Ways. As court physician for the ruler Nuhesamani, Avicenna took part in a celebration at the court. A lady of the court brought out a large fruit bowl. As she bowed down to hand Avicenna a piece of fruit, she was unable to straighten up again and screamed with pain. She had been stricken by lumbago. The ruler looked at Avicenna sternly and ordered him to help her. Avicenna thought a moment as he panicked inwardly. He had left all his medicines at home and would have to seek new remedies. With this in mind, he grabbed into the woman's blouse. She pulled back horrified and then shrieked because of the pain which were now even worse.
The king was enraged by Avicenna's impudent behavior, but before he could say something, the doctor nimbly grabbed under the lady's skirt and tried to pull down her underwear. The girl blushed with embarrassment and defended herself by jumping out of the way. As if by a miracle, her pains disappeared. She straightened up easily without any pain. Satisfied, Avicenna rubbed his hands and said, "Very good. Even she could be helped." So that was the story in English, and all the other stuff that I read out of The Merchant and the Parrot was only in German. I'm sorry for that. But I would be glad if you come back tomorrow for a new story out of The Merchant and the Parrot in German and in English. This wonderful book that has a jubilee this year and becomes 40 years old in March of 2019. So have a good day and see you.